Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Seid ihr herzlich willkommen bei diesem Aufnahme, was kommt am 3. November 2020. Mein neuer Newsletter für Monat November ist schon draußen. Die das bestellt haben, haben sie schon bekommen. Aber besteht die Möglichkeit des Abonnieren, es ist kostenlos. Jeden Monat gibt es eine bestimmte Themen. Ich beschreibe die Ereignisse astrologisch. Außerdem zeige ich ein Engel, was über den Monat herrscht. Und das Gute daran ist, jeden Monat habt ihr ein Angebot. Diesmal, warum kommuniziert er nicht und das astrologisch? Ihr könnt diese Newsletter kostenlos abonnieren. Meine E-Mail-Adresse ist newsletter@denderasusannamedici.com. Und jetzt die Frage, was kommt am 3. November? Die Position der Sonne zeigt immer die Monatsthemen. Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und Mond ist die große Uhrzeiger. Sonne hat einen Einfluss von Sternbild nördlichen Krone. Dazu gibt es eine mythologische Geschichte aus der klassischen griechischen Mythologie. Es gab eine wunderschöne Frau und sie hieß Ariadne. Und der Weingott Dionysos hat Ariadne einen Heiratsantrag gemacht. Sie waren verlobt. Und zu diesem Hochzeit hat Venus oder Aphrodite eine Krone geschenkt mit Edelsteinen. Und das ist dieses Sternbild, was einen Einfluss hat auf die heutigen Sonnenenergie. Ariadne hat diese kostbare Krone erhalten und als Dankbarkeit hat ein Faden gegeben für Theseus. Theseus, dieser Held, war in ein Labyrinth. Und das war die Faden, dass er aus diesem Labyrinth rausgekommen ist. Und die beiden haben im dieser Held hat Ariadne zum Insel Naxos gebracht. Sie ist dort angekommen. Und der Weingott Dionysos hat sie gefunden. Diese Geschichte vermittelt uns schon etwas. Wir fühlen uns im Labyrinth, aber wir finden den Faden, dieses Labyrinth zu verlassen. Das ist die Monatsenergie, die Monatsthema. Mond bewegt sich im Mondhaus Rohini und hat Einfluss von den Hyaden. Die Hyaden sind die sieben Regengeschwister. Sie verkünden Regenszeit, jetzt nicht in unserer Umgebung. Das bedeutet auch Fruchtbarkeit, einen fruchtbaren Boden. Aber die Hyaden und auch die Plejaden zeigen oft auch Tränen. Und wir entscheiden uns. Weinen wir? Sind wir traurig und verzweifelt? Oder schaffen wir einen fruchtbaren Boden? Heute steht Sonne und Mond in einem sogenannten Quinkungsaspekt. Ich vergleiche das immer mit einem Pendel. Stellt euch das bildhaft vor. Vor euch ist ein Pendel und ich würde fragen, ihr sollt beschreiben, welche Richtung wird ausschlagen? Die Antwort ist, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. So fühlen wir uns heute.
Mond bestrahlt sehr gut die Mars-Energie, das spüren die Männer, auch ihren Gefühlen. Sie können darüber nicht reden, weil Merkur ist heute im Stillstand. Aber ab morgen ist direkt läufig und sie werden sich öffnen. Sie werden über Gefühlen sprechen oder sie sagen etwas, was unseren Gefühlen berührt. Heute ist es etwas schwierig, abgesehen davon, dass Merkur ein Quadrat bildet mit Saturn. Das sind Einschränkungen. Man kommt nicht zum Wort oder hat man Erwartungen und es kommt noch nicht. Natürlich kann das auch auslösen, dass wir möchten etwas sagen und dürfen wir nicht. Oder wir finden die richtigen Worte nicht. Und das war meine heutige Aufnahme. Was kommt am 3. November 2020? Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.